Fast 4000 Schützen waren es, die sich heute bei bestem Wetter zum Schützenfest in Lohne versammelten. Das zweitgrößte Schützenfest Niedersachsens steht in diesem Jahr unter dem Motto Toleranz und Inklusion, die Lohner Schützen lebensschon. Bei uns Schützenbrüdern untereinander spielt es keine Rolle, ob man von Beruf Bürgermeister, Handwerker, Diplom-Ingenieur, Arzt oder Lagerarbeiter ist. Es ist auch egal, welche Hautfarbe man hat, ob man Deutscher ist oder aus einem anderen Herkunftsland stammt. Es ist unwichtig, ob man gebürtiger Lohner oder zugezogener ist, ob man eine Behinderung hat oder nicht. Auch das Alter spielt keine Rolle. Schützen untereinander sind Brüder, wir sind Freunde und darauf kommt es an. Mit dem Umzug ging es dann quer durch den Ort, die Straßen gesäumt von interessierten Zuschauern, die sich das Spektakel nicht entgehen ließen und natürlich auch dem Königspaar Werner und Hildegard Grote zujubeln wollten. Bei diesen heißen Temperaturen durfte natürlich auch das ein oder andere kühle Bier nicht fehlen. Unter den Linden auf dem Schützenplatz hatten dann alle genug Zeit für eine längere Verschnaufpause. Das Schützenfest in Lohne kann noch bis heute besucht werden.